Hallo, Ralf Tütitek hier mit einem neuen Video. Ja, heute stelle ich euch wieder zwei Filme vor. Einmal die glorreichen Sieben aus dem Jahre 1960, wo die Bewohner eines mexikanischen Dorfes, das regelmäßig von einem Banditen und seiner Bande überfallen wird und die sich dann die Ernte der Dorfbewohner unter den Nagel reißen. Ja, die Dorfbewohner engagieren sieben Revolverhelden zu ihrem Schutz. Ne? Und ja, dann kommt es auch halt zu einem Showdown, in dem diese sieben dann gegen den Banditen und seine Leute antreten. Ja, der Film ist aus dem Jahr 1960 und als Bewertung gebe ich dem 8 von 10 Punkten. Und dann gibt es ein Remake, die glorreichen Sieben, mit Denzel Washington, Chris Pratt und Ethan Hawke spielen damit. Vom Regisseur von Training Day und The Equalizer. Da geht es um den Ort Rose Creek. Der wird von Bartholomew Bogue und seiner Bande tyrannisiert. Und die Dorfbewohner, die suchen sich auch sieben Revolverhelden zu ihrem Schutz und dann kommt es, also wie beim Original halt auch, kommt es halt zu einem Showdown, den auch nicht alle überleben. Spoiler. ja gut, das ist ja das Einzige, was ich für den Film spoilere. Und der Film bekommt ebenfalls von mir 8 von 10 Punkten. Also solider Western. Achso, ich wollte nur noch dazu sagen, also das Remake ist aus dem Jahre 2016. Ja gut, das ist schon alles, was ich zu diesen beiden Filmen erzählen wollte. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.